Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Okay. 2 hours later. Und auf einmal ist Lara mitten im Auto, mitten im Fluss. Das finde ich so ein bisschen komisch. Da fehlt irgendwie noch so eine kleine Szene. Okay. Wie dem auch sei. Damit beginnt Level 2. An der Stelle werde ich einmal abspeichern. So, Level 2 beginnt sehr stürmisch. Muss mir mal ein wenig zurechtfinden, wo ich überhaupt her muss. Ich glaube, von da komme ich. Ah, ich laufe einfach mal so ein bisschen so der Nase entlang. Irgendwie sieht man nicht viel, kann das sein? Aber ich denke mal. Ja, soll ich da hin? Sie schaut nach rechts. Ja, dann laufen wir mal nach rechts. Hier rein? Okay, wir laufen hier rein. Don't see anything. Nein. Don't see anything. Ja, das passt. I see some buildings. Oh, Buildings, gut. Hinein ins Building. Warte mal, man kann doch irgendwie, kann man noch Licht anmachen? Da gab es doch, meine ich, eine Tastenkombination. Ob das hier mal richtig ist. Light. Maybe there. Maybe there, ja, da ist noch eine Lücke. Nein. Das war ja jetzt sehr einfach. Das heißt, wenn ich hier richtig bin. Liegt hier was? Wie kann man nochmal Licht anmachen? Wie war das nochmal? Punkt? Nicht. Ah ja. Mit Komma. Na ja, gut, so viel mehr sieht man auch nicht, aber immer ein bisschen. Ist ja was drin? Da liegt ja was. Nee. Ist nur Grafik. Ein Aufzug. Na, drücke mal die falsche Taste. Geht der nicht auf? Ah, was haben wir da? Ist das ein Knöpfchen? Okay, die Tür geht auf. Dann fahren wir mal einen Stockwerk nach oben, würde ich sagen. Oh, es geht in den Keller. Ah, die wollte ich eher nach oben. Na gut, dann gehen wir mal in das verlassene Verlies. Was ist das, ein Rosenblatt? Gekritzel an der Wand? Oh oh. Bioharz. Bioharz. Ich glaube, es war nicht so ein Spiel, was so heißt. Jawohl, herzlich willkommen. Ups. Okay. Und nu? Gehen wir hier hoch. Ich drücke immer die falsche Taste. Also, ja, wie vorhin schon mal gesagt, ist, Tastaturzocken nicht so mein Ding. Kriechen wir mal hier hinein. Warum ist überhaupt das Licht jetzt aus? Fragezeichen und geteilt. Okay, machen wir das mal. Fragezeichen ist da, geteilt ist da. Passiert nichts. V, Vision. Okay. Ich weiß noch nicht, was das jetzt der Vision auf sich hat. Ja, Sackgasse würde ich sagen. So, wir geben nochmal Licht an. So. Hier ist auch eine Sackgasse. Hier ist auch eine Sackgasse. Liegt da was auf dem Boden?
Ja, kann ich auch aufheben. A torch? Good for a torch? Also gut für eine Fackel, oder was soll das bedeuten? Andererseits, ich habe eine Taschenlampe. Gut, gehen wir zurück. So, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. X kommt hoch. Jawohl. So, hier rechts komme ich her. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir dort? Auch nichts. Oh. Was haben wir da? Gerümpel. Okay. Oh. Was kommt jetzt? Eine Cutscene? Ja, 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 ja. Oh, da kommt jemand. No! Du bist ja wohl nicht. Böse. Das war jetzt immer ganz böse. Nee, das geht ja mal gar nicht, würde ich sagen. Not good. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Aua! Was passiert? Okay. Also da geht es erstmal nicht rein. Ja, gucken wir uns erstmal die Person hier an. Vielleicht können wir die ja noch retten. Oh. Ich denke mal eher nicht. Gut. Also von da bin ich gekommen. Nehmen wir mal so ein bisschen systematisch vor. Das Let's Press Flashlight. Ja, habe ich doch vorhin. Was haben wir hier? Ein Gitter, okay. Riecht hier irgendetwas? Oh ja. R. Was ist ein R? Healing System. Okay, das lesen wir jetzt nicht durch, habe ich keine Lust zu. Ups. Gehen wir mal weiter. Hier war da auch noch so ein Gang, meine ich, ne? Ja, nehmen wir mal den rechten. Ups. Nehmen wir mal. Ja, muss ich wieder ein bisschen zurechtfinden. Hier war die Rolle. Hier ist Springen. Und hier ist X. Gut. Zur Orientierung ganz kurz. Ich bin gekommen von dort. Ich war da drin und ich war da drin. War ich jetzt hier auch drin? Test. Nein, hier war ich noch nicht drin. Hier liegt sowas. Press V. Ah! Man muss V gedrückt halten. Und dann blinkt dementsprechend... Da! Wieder falsche Taste. Ich lerne es nie. Nein, ich lerne es nie. Hier, komm, nimm doch auf. Ah, da hakt ein wenig, Lara. Jetzt geht's. Zack. So. So, wo muss ich jetzt lang? Man kann sich nur mal V drücken. Also das Level ist wirklich also die Levels hier sind wirklich verdammt gut nachgebaut. Das erinnert doch stark an... Ich weiß gar nicht, an welchen Teil das ist. Das müsste so einer der letzten Teile sein. Oh, hier ist ein Feuersymbol hier unten rechts. Seht ihr das? Ich drücke mal X. Nein, das war nicht X. Das war Springen. Das tut sich schon mal nichts. Okay, also hier ist ein Feuersymbol. Ist sonst noch was? Kann ich erstmal nicht erkennen. Eine geheimnisvolle Grotte hier. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Und schaue ich mal nach, was für Gegenstände hier
bis jetzt eingesammelt habe. Kann man auch daher gehen? Ja, okay, ist der gleiche Ausgang. There's a way out. I can still run into that man. Anyway, I gotta find a way to open this door. Okay, also die Tür muss ich irgendwie öffnen. Und hier sind wieder diese Symbole. Und dann muss ich die auch abfackeln. War da nicht in irgendein Teil, muss man die Plakate abfackeln? Na, mal gucken, was haben wir denn hier? Eine Sackgasse. Hier ist schon wieder dieses Schild. Liegt da was? Nein. Gut, noch mehr Munition. Ja, ist ganz toll mit den da vielen Munition, aber ohne Waffe kann ich damit ja auch nicht viel anfangen. So, was haben wir hier für einen Gang? Achso, hier war ich schon drin. War ich da oben schon? Doch, da war ich doch schon, ne? Ich check hier nochmal alles ab. Aufsammeln. Ah, doch, doch. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Das sieht doch aus wie Munition, mal wieder. Ja. Kann man hier rein? Genau, hier lieber nicht her. Ich glaube, hier war gar nichts, ne? Ja, das war ja mal sehr rustikal. Genau, dann checken wir hier nochmal alles ab. Besser mit dem Medipack. Ja, siehste, geht doch. Vielleicht sollte man sich ab und zu mal etwas lauter wünschen. Kann man hier auch was aufsammeln? Nee. Hier ist auch nichts. Gut. Dann gehen wir weiter. Genau, und hier kann man noch reinkriechen. Also ich spiele das Ganze hier mit Tastatur, nur so zur allgemeinen Info. Und Tastaturspielen gehört nicht zu meinen Stärken, definitiv. Okay. Da ist nur Müll. Ah, hier kann man noch um die Ecke gehen. Und ein Schränkchen. Aber sieht so aus, als ob der Schrank in der Luft hängt. Kann das sein? Ein Lappen! Genau, dieser ölgetränkte. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder. It should burn well. Genau. Das kann ich ja kombinieren. Ja, falls ihr die Szene jetzt zweimal seht, dann liegt nicht das daran, weil ich, weil die Lara mir von einmal, oder gestern einmal abgestürzt. Und deswegen musste ich jetzt hier so ein paar Abschnitte nochmal neu spielen. Lacht mich hier auch noch irgendwie etwas rum? Machen wir mal V. Oh, da blinkt was. Gut versteckt. Genau, und ich will halt einmal kriechen. Ja, Licht kann ruhig anbleiben. Ich hoffe mal, das Akku hält unendlich. Weil was ich immer brauche, ist viel Licht. Ganz viel Licht. Gut. Ups. So, genau. Jetzt muss ich doch jetzt hier zu der Feuerstelle, meine ich, hin. Aber nicht zu nah, sonst verbrennt sich Lara wieder. Vielleicht noch ein Schrittchen. Inventar. Und jetzt darf ich wieder die Sachen miteinander kombinieren. Use, nein, kombiniere mit Lappen. Jawohl.
Jetzt haben wir eine Fackel. Was muss ich jetzt nochmal machen? Er? Ne, er nicht. Bestimmt X. Und, die ist an? Ja, die ist an. Erstmal, ob ich mein die Plakat hier nicht zum Brennen bekommen kann. Ich meine, in irgendeinem Teil konnte man mal Plakate anfackeln. Ne, hier aber nicht. Ne, ist einfach nur Grafik. Okay. Wo war das nochmal? Genau, jetzt muss ich aber hier durchs Wasser, ne? Oh, ob das mal gut geht? Ich gebe bestimmt gleich die Fackel aus. Na, ist egal, ich teste das einfach mal. Schön oben halten, die Fackel, Lara, bitte. Dann könnte das funktionieren. Irgendwo konnte ich doch jetzt hier was anzünden. Ich drück mal. Ja, wie geht das jetzt? Also. Mal lieber in Deckung. Wer weiß, wer weiß. Ja, das habe ich nämlich schon fast gedacht. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Okay. Hier hätten wir einen Raum. Ein Aufzug, hä? Ein Aufzug? Komm in hier. Das ist egal, dann fahren wir mal eine Runde im Aufzug, würde ich sagen. Na, nachher hängt fest. Na komm, spring drüber. Komm, einmal aufzufahren. Irgendwie passiert da nichts. Kann man die Fackel eigentlich auch wegwerfen? Ja. Oh, jetzt ist er weg. Tja, komisch. Komisch, komisch. Warum ist meine Lampe wieder aus? Bäm, da ist er wieder an. Der muss doch irgendwas machen können. Das kann nicht einfach sein, dass der Raum jetzt hier für Lulu ist. Tja, komisch, komisch. Danger. Ja, Danger ist gut. Ah, hier liegt noch was. Hehe. Okay. Die Rolle wollte ich machen. So. Liegt hier auch noch was? Aber nichts, was man gebrauchen könnte. Okay. Vielleicht muss ich noch irgendwie was anderes machen. Die Fackel. Vielleicht kann man die wieder aufheben. Ja, kann man. Schon mal gut. So, dann gehe ich wieder zurück, wenn ich hier eh nichts machen kann. Kann ich hier noch irgendwas anderes anfackeln? Kerzen zum Beispiel. Oh, scheinbar nicht. Da habe ich hier noch was übersehen. Ist hier noch ein anderer geheimnisvoller Gang? Nö. Der Ausgang ist da. So, was können wir denn noch machen? Gehen wir nochmal zurück. Zum Anfang. Oh, was ist denn hier? Hier kann man auch ein Feuer machen. Wo ist das Zeichen hin? Hier war doch gerade ein Zeichen. Komm, Lara, mach ein Feuer. Warum geht das nicht? Zeichen wieder weg.
Doch, jetzt geht's. Hä? Da muss Pixel genau stehen. Das kann natürlich auch sein. Dass da der Fehler war, dass ich nicht ganz korrekt auf Position stand. Achso, jetzt geht es mit der Fackel wieder nicht. Jetzt muss ich die wieder wegwerfen. Ist egal, ich gehe jetzt einfach mal hier rein und schau mal, was passiert. Oh, das sieht nach einer Tauchaktion aus. Konzentration, Lara taucht. Oh, liegt da was auf dem Boden? Ja. Ist egal, das schaffe ich glaube ich nicht. Ich meine, da lag irgendwas auf dem Boden. Oh, kann ich Taschenlampe anmachen? Oh ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wo muss ich hin? Ist egal. Oh, die Luft wird knapp. Da ist es hell. Okay, ich kann hier schon mal Luft holen. Das ist schon mal ein wenig beruhigend. So, und weiter tauchen. Okay, hier ist schon mal nichts. Man konnte hier, glaube ich, noch einmal um die Ecke. Ah, ne, ist eine Sackgasse. Aber hier liegt was, ne? Tatsächlich. Was auch immer sein mag. Oh. Press R. Okay, dann presse ich mal R. Das sehe, kann ich hier erstmal nicht viel machen. Hier ist eine Kiste, okay. Das hängt Lara fest, oder doch nicht. Na, hier ist aber zu, ne? Da passt die da durch. Ach, die kann man aufmachen. Okay. Ich hab erst gedacht, man könnte da durchschwimmen. Ist eine Lücke, aber so ist ja auch okay. Oh, jetzt wird's unheimlich. Sie hängt wieder fest. Wo bin ich hier? Ne, da ist nichts. Okay. Ah, ein Hebel. Aber den wollen wir sofort betätigen. Es geht da eine Luke auf. Ach, das ist da am Aufzug vielleicht? Das könnte sein. Aber schauen, was jetzt hier noch so rumfliegt. Da liegt auch nichts. Okay, ich denke mal, das soll es dann hier wohl... Oh, hier kann man... Ja, aber nur ohne Feuer. Hier kann man auch ein Feuer entfachen. Ich habe ja keine Fackel. Ich habe keine Fackel. Ja, trotzdem mal X drücken, passiert nichts. Ja, wie komme ich da jetzt rein? Hier ist alles voller Wasser, ne? Ne, hier ist alles voller Wasser. Gut, ich tauche jetzt erstmal wieder zurück. So ein geheimnisvoller Gang. Komm, tauch mal da rein. Achso, eine Sackgasse. Ja, schon wieder drauf reingefallen.
aus. Liegt da jetzt was oder nicht? Ah ne, das ist glaube ich nur Müll. Müll brauche ich nicht. So, und da müsste doch schon der Ausgang sein. Prima. So. Ach komm, ich fackel nämlich mal mit. Wie war das nochmal? Steuerung. Ja, nicht wegwerfen. Ich wollte dich doch mitnehmen. Die gute Fackel. Oh, hier bin ich falsch. Zack. Ja, lauf mal dagegen. Hier bin ich richtig. Genau, hier wollte ich hin. Also, mein Plan ist jetzt, wieder Richtung Aufzug zu gehen, weil ich meine, dass diese Falltür am Aufzug war. Oder im Aufzug war. Sah zumindest auf dem Bild so ein bisschen so aus. Weil eine andere Idee hätte ich jetzt auch nicht, wo das noch sein könnte. Ja, sie ist auf. Einfach. Ne, die Fackel schmeiße ich mal lieber weg. Ich springe mal jetzt hier auf Verdacht rein. Ist das ein bisschen. Das könnte ein bisschen hoch sein, ne? Na, ist egal. Au! Ich wusste es doch, ist ein wenig hoch. Na komm, die Fackel nehmen wir mit. Ach! Hier bin ich! Ah! Jetzt klappt das auch mit dem Feuer. Ah, wollte ich sowieso noch sehen. Okay. So, dann schauen wir mal hier hinein, was der Schrank uns so Schönes zu bieten hat. This will help with that door. Ja, das kann ich definitiv gebrauchen. Nur wo war das nochmal? Irgendwo, für irgendetwas brauchte ich doch eine Kurbel. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? So, kann man auch wieder hoch irgendwie? Ja, das war ein wenig zu hoch. Okay, dann muss ich wohl wieder zurücktauchen. Kann man hier noch was anfackeln? Ich will euch anfackeln. Das sieht richtig cool aus. So, Lara mit einer Fackel. Ja, okay, jetzt muss ich die Fackel wohl einmal wegschmeißen. Zack. Und wieder zurücktauchen. Und da könnte man Luft holen. Brauche ich jetzt nicht. Na, Lara hängt wieder fest. Ständig hängt Lara irgendwo fest. Das ist jetzt ein bisschen unschön, sagen wir mal so. Genau wie hier. Der kommt auch weiter. Da ist doch nichts. Also ich bin nicht der beste Taucher, wie man sieht. Wo muss ich ob jetzt lang? Hä, wo muss ich jetzt lang?
Fackel weg und hinein ins Vergnügen. Jetzt renn. Ah ja. Man muss im richtigen Augenblick aufstehen und dann sofort losrennen. Und dann hat man das Level 2 auch geschafft. Aber jetzt schauen wir uns mal die wunderschöne Cutscene an. Okay, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ja, Munition ohne Ende. Nur was soll ich damit? Ohne Waffe. Ich nehme erstmal wieder eine Fackel zur Hand. Okay, dann jump ich mal hier hoch. Und gucken wir mal einfach mal, was man hier so schönes machen kann. Oh, das sieht wackelig aus. Nee, aber hält. Aha, gut, dass ich die Fackel in der Hand habe. Dann wäre das gleiche Problem. Ah doch, jetzt geht's. Oh, jetzt habe ich hier einen Toten befreit. Was mal eine gute Idee war. Okay. Gehen wir mal wieder hier runter. Der meint in Fachkreisen noch looten. I have to be close. Ja, ich muss mich jetzt erst an die neue Tastenkombination gewöhnen. Ja, ich hab's geschafft. Juhu! Nach gefühlten 575 Malen habe ich es endlich geschafft. Ich habe diesen Boss erledigt. Yippie-yay. So, was hat eigentlich meine Energie?
Ja, es geht eigentlich. Mal gucken. 100%, 30%. Ja, doch, das mache ich einmal. Oder würde ich sagen, geht's hinein in zwei Genügen. Use the key. Wie viel Schuss habe ich überhaupt noch? Ich denke mal nix. Ah, da haben wir einen Aufzug. Ich überlege gerade, ob ich eine Fackel mitnehmen soll. Guck mal, hier ist ein Hammer. Den möchte ich ganz gerne mitnehmen. Okay, geht nicht. Da liegt doch Munition? Ja, herrlich. Nochmal zurücklaufen, Fackel holen. Ach, wir machen das mal ohne Fackel. So, einmal den Knopf betätigen. Bam. Schon geht's nach oben. Ah, schöne Musik. It'll only be worse outside. I have to find the medical pavilion. At this point, it's my only chance. Okay, dann wollen wir mal. Ja, jetzt wäre jetzt das Level wohl zu Ende, höchstwahrscheinlich.